Na gut, die Schilde sind fast durch. Das heißt, ich muss jetzt töten gehen, ne? Okay, gucken wir da im Osten. Das müsste eigentlich nur ein Spawner sein, aber ich denke, die Information... Das schafft ihr, oder? Ja, 21 Türme schießen, ist gut. Ich denke, die Informationen werden da nicht wirklich up-to-date sein. Haben wir überhaupt regelmäßig Radarschüsseln hier verteilt? Nö, ne? Sollte ich wahrscheinlich auch ändern. Aber erst, wenn wir MK2-Versionen und so davon haben, das ist jetzt ein bisschen meh. So, das sind schon mal 3 Spawner, das ist nicht gut. Und ich sollte die Schilde hier austauschen. So. Mein Platz ist jetzt ein bisschen doof. Aber lässt sich nicht ändern. Na komm. Also ja, das da. Nee. Wenn ich jetzt noch, keine Ahnung, 5 von den Laufbeinchen hätte, dann würde ich das gerne machen. Weil dann könnte ich auch abhauen, aber so wird das nichts. So, da ist ein ganzer Trupp, der darauf wartet, loszulaufen oder eine Basis zu gründen. Beides kein sehr guter Zustand, um anzugreifen. Du, da. Und das ist jetzt das Maximale, was wir reinpacken können. Was echt nicht viel ist. Komm, irgendeine neu gespawnte kleine Basis. Oder eine alte Basis, die sich nicht weiterentwickelt hat, wo nur kleine Viecher sind. Was machst du da? Ich glaube, das da töte ich mal. Nur für den Fall, dass da gerade eine Basis gebaut wird. Du. Mhm. Oh, da ist eine schöne Basis. Oh. Oh. Ja. Wir hatten doch diese Langsam-Macht-Dinger. Oh, Langsam-Macht-Dinger. Schnell. Da. Gut, mehr davon. Okay. Da war gerade der Generationssprung, den ich vor kurzem noch erwähnt habe. Zu den Elderbeitern. Was jetzt nicht so schön ist. Wir haben kaum noch Munition, das ist richtig. Dafür haben wir aber auch einen Spawner gekillt, wenn ich es richtig sehe. Und wir haben ziemlich viel ausgehalten. Das ist schon mal sehr gut. Hier ist Blut, da oben ist noch ein Spawner, der muss weg. Also Spawner sind absolut kein Problem. Allerdings Gegner, da fliegt die Hälfte von den Projektilen, oder eher 90% der Projektile, fliegt an denen vorbei, anstatt sie zu treffen. Also die Hitbox von den Gegnern ist wohl jetzt auch kleiner geworden, dank dem Mod, der die Hitbox von den ganzen Gebäuden auch kleiner macht. Was jetzt echt nicht so gut ist. Aber ja, wir haben eine Basis erfolgreich vernichtet. Wir haben ein paar Alien-Artefakte uns geschnappt. Jetzt noch irgendwas anzugehen, werde ich nicht wagen, weil wir nicht genug Munition haben. Aber schon mal gut zu wissen, dass es so klappt. Und sobald wir die nächste... War das? So, weiter. Sobald wir die nächste Stufe haben von der Power Armor, passen da auch mehr Schilde rein und dann sollte das soweit alles okay sein. Das heißt... Bauen nochmal mehr davon. Wir halten soweit alle, das ist gut. Okay, dann wollte ich noch die da setzen. Ja, wobei hier echt nicht viel Platz ist. Okay, mach dich da weg. Und bau ein von den besseren Roboports und setzt ihn dann hier hinten, wie sich das gehört, bei der Aug Station. Das hatten wir oben ja auch so gemacht. MK2? MK2. Gut. Und dann sollte es hier auch abgedeckt sein. Hoffe ich mal. Und dann... Mit den Steinen ist echt ganz schön viel, was hier verballert wird. Haben wir ein bisschen Sorgen. Na gut, das sollte sich irgendwann auch beheben.
Und wir haben es verdoppelt. Sehr schön. So, bam. Deckst du alles ab? Ja, sauber. Ah, die neuen Roboports sind echt genial. Sehr gut. Ist hier also auch alles abgedeckt. Und wir können die alten Roboports noch wieder zerlegen. Oh, wieso dermaßen viele Roboter hier drin? Ach so. Weil die alle nichts zu tun hatten. Das ist komisch. Okay. Energy Shield MK3 braucht blaue Chips, Produktivitätsmodule. Nee, das wird nix. Exoskelett haben wir nicht genug Platz für. Bessere Batterien brauchen wir nicht. Ja, bessere Module oder allgemein mal mehr Module wären wichtig. Dazu müsste ich allerdings die Dinger bauen und dann mehr von den Forschungslaboren bauen. Also von den Modul-Forschungslaboren. Das artet ganz schön aus. Irgendwas, was ich jetzt noch machen kann, um mich stärker, schneller oder sonst was zu machen. Ich könnte diesen Panzer mal antesten. Wenn ich den gerade nicht so sehe. Die Force Fields? Wo ist der Unterschied zwischen jetzt dem Grün und dem Blauen und dem da? Wahrscheinlich, wie viel Schaden die aushalten, ne? Aber nein, das will ich nicht wirklich riskieren. Schwere Waffen. Railgun. Wie viel Schaden machst du? 100 physisch. Und wie schnell schießt du? 0,33 pro Sekunde. Das heißt, 3 Schuss pro Sekunde? Nee, alle 3 Sekunden ein Schuss. Richtig? BFG. Big fucking gun. Das ist eine Quake-Waffe, ne? Portabler Fusionsreaktor braucht das Ding. Und Produktivitätsmodule MK2. Und ein Schuss macht 2000 Plasma. Sehr geil. Das ist also ein Basenknacker, würde ich sagen. Area Effect 15. Wie viel hat eine Granate an Area Effect? Können wir gerade mal irgend so eine Granate herstellen? Ja, guck ich gleich mal. Ja, das wäre eine interessante Möglichkeit, die Basis da am Westen zu zerstören. Mit einer BFG. Auf jeden Fall was anderes. Gut. Und du hast Area Effect 6,5. Ja, das ist nur der Wurfradius. Das ist nicht wie viel. Ich werf mal da drauf und guck mal, ob das Ding da Schaden bekommt. Nö. Und die BFG hat eine doppelt so große Reichweite wie eine Granate, also mit etwas Glück so ein Radius. Das BFG-Ding. Meh. Meh, meh, meh. Aber ja, Spawner killen ist da denn wohl kein Problem. Angriff unten. Wie viele Mauerstücke habe ich? Nur 62. Okay, Bau auf jeden Fall Liquid Händler. Und die müssen Steine klauen, um noch mehr Liquid Händler zu bauen. Haben wir inzwischen genug Sand? Wow. Bauen noch 3 Liquid-Händler. Sehr gut. Jetzt fehlt Holz, ne? Oder was fehlt? Eisen. ja, das sollte nicht so das Problem sein. Guti. Jetzt, wir können gleich einen ganzen Schwung an Liquid-Händlern bauen. Und zwar dann hier rechts gleich aufbauen. Und da sollten wir versorgt sein. Schön, schön. Dann mache ich mal meinen nächsten Trip. In Richtung Elsch. Oh. Wofür warst du zuständig? Für Alumina. Hier nimm Kohle. Was soll's. Hauptsache du arbeitest. Nächster Trip, wie gesagt, zu den Edelstein-Sachen. Damit ich mehr Munition herstellen kann. Für das Gewehr. Dum, 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 dum. Zing. Was fehlt? Kobalt. Ja. Ja, das. Ja. Das ist nicht so gut. Wie schaut's aus mit den Topaz-Türmen? Die wollte ich ja auch vorbereiten. Dafür brauche ich Silber. Okay. Forder mal Silber an. Nickel. Silberplatte da. Das war's. Ja, wir brauchen auch Gold, aber da habe ich anscheinend genug im Inventar, auch wenn ich keinen sehe. Sie, ah doch, da 200 Stück.
Ja, gut. Wir können nämlich schon mal gleich die ganzen Topas, die, nicht Topas, sondern die Saphir-Türme vorbereiten. Damit, wenn die Forschung dann durch ist, wir die Topas-Türme schnell herstellen können. Und dann nicht stundenlang warten müssen. So, die sind immer noch alle in Arbeit, ist okay. Da, 18 Stück kann ich bauen. Das wird eine Weile dauern. Nee, stopp, brech die mal ab. Und fordere vorher bitte... So. Polierpaste? Nein, fordere keine Polierpaste an. Fordere die alten Türme an. Ach. Was? Tesla Arc Tower? Nein. Stinknormale Türme. Das wäre super. Danke. So. Ich weiß, das klingt jetzt komisch, aber könntet ihr mich bitte mehr angreifen, Gegner? Ich brauche mehr von den kleinen Knüdelchen. Oh, und ich muss immer die Kisten aussortieren. Das Inventar in die Kisten aussortieren. Und mehr Roboter gleich bauen. So. Oh, bitte sag mir, ich habe mich irgendwas schon auf den Boden geschmissen. Das wäre nicht so schön. Das kann kurz schon mal da rein, da rein. Die ganzen angebrochenen Sticks können wegsortiert werden. Steinmauern können weg. Ist voll. Ein bisschen viel Leichtöl. Das haben wir begrenzt, oder? Ich denke schon. So, daraus machen wir gleich die besseren Roboter. Du kommst weg. Angriff vom Osten ist okay. Die kommt. Ne, soll ich da behalten? Die Zwischenschritte da können weg. Genau, das da, das da. So. Ist ein Anfang. Ja. Okay. Und, die ganzen Lippen hinter, sehr gut. Bau bitte. Oh, warte, klau mir mal hier die grünen Chips. Zack. Bau bitte die da alle. Und noch zwei. Mwahahaha, 52 MK3 Roboter. Wir haben jetzt schon Hälfte Arbeitslosigkeit. Ah, das ist schön mit den besseren Robotern. Forschung. Ja, Forschung hält gerade. Ich bin mir nicht mehr wirklich sicher, warum ich das tue. Ich glaube, ich würde mich ganz gerne als nächstes die Topaz-Türme anschmeißen, auch wenn wir dafür noch nicht genug lila Tränke haben. Aber bald nicht. Haben wir irgendeine Kleinigkeit hier machen können, die keine lila Tränke braucht? Also Shooting Speed schon mal nicht mehr. Was ist mit Laser Turret Damage? Das braucht noch kein lila. Aber dann machen wir das. Derweil machst du bitte Tränke. Das sind nochmal 230, was immer noch nicht reicht. Aber gut. Die hier oben kannst du mal alle wegmachen. Piep. Oh, ich baue gerade den Strommast ab, das ist nicht gut. Ich glaube, den brauchten wir als Backup. Also reißt du mal von Hand ab und setzt ihn wieder hin. Mhm. Du bleibst bestehen. Irgendwas wollte ich hier unten noch abreißen. Nö, hab ich schon. Genau, das war der Roboport. Das heißt, du kannst dahin, kannst dahin. Dann sollten wir langsam genug Puffer haben, oder? 22 Gigajoule. Hatten wir jemals so viel? Also in anderen Staffeln? Ich glaube nicht, oder? Ich kann mich erinnern, dass damals so 10, 12 schon richtig viel klang. Und das ist erst MK2, ne? Das könnten wir auch demnächst machen. Wieder ein bisschen Replicator-Mod, Forschung. Und dann auf MK3 umsteigen. So, hier oben ist alles weg. Dann setz mal bitte... Blub. 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 So, das sollte erstmal reichen, weil ich glaube, wir haben nicht genug Solarpanels vorrätig. Tränke sind in Arbeit. Zwei Magazine. Das klingt jetzt irgendwie nicht so wirklich viel.
Was fehlt? Ja, Kobalt. Okay. Ich gehe kurz ein bisschen raus, sammle Kobalt. Eigentlich müsste ich jetzt wieder mal ganz viele Türme bauen und irgendwo einen Mini-Außenposten für Kobalt bauen. Das wäre irgendwo hier in der Wüste, war so ein Kobaltfleckchen, richtig? Ja, da.